Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben eine Hauptmission. Ich glaube, wir müssen eine Bushaltestelle überfallen. So genau habe ich nicht verstanden, was Dutch von mir wollte, aber er ist bestimmt dazu geneigt, mir das nochmal zu erklären. Nein, ich habe doch den Marker hier platzieren wollen. Eigentlich könnte man auch schnell reisen, obwohl, bis ich in meinem Camp oben angekommen bin, in meinem Raum, sind wir, glaube ich, schneller, wenn wir einfach hinreiten. Vor allem, wenn ich so langsam laufe. Das ist aber auch ein schönes Pferd. Wem gehört das denn? Boaz. Wem gehört Boaz? Das ist doch kein Pferdename. Weiß ich nicht. Müssen wir mal drauf achten. So. Jetzt aber hühot, aber flott. Ja. Das letzte Mal mit Kiran tut mir echt immer noch ein bisschen leid. Nicht so leid wie mit Sean, aber trotzdem haben die ihn einfach enthauptet. Alter. Wieso haben die so viele Mitglieder? Wir haben nur einen kleinen Haufen. Oh nein! Komm zu spät. Ich wollte deinen Freund auch retten. Scheiße. Naja. Ich habe halt nicht mehr die Reflexe von mir als Teenager. Ich bin kein 13-Jähriger mehr. Boah, der liegt aber ganz schön im Matsch. Naja. Da haben die Alligatoren wenigstens ein bisschen was, worüber sie sich freuen können. Komm mal von den Gleisen runter. Das ist mir ein bisschen unsicher, wenn du da stehst. Brauche ich gar nicht so hier verlegen gucken. Soll ich dich nur nicht in Gefahr bringen? Ich drück die Taste nicht. Ja, hat man schon öfter jetzt. Irgendwas in mir löst es aus. Vielleicht ist es auch irgendwas an der Maus. Irgendeine spezielle Taste, die ich noch nicht gefunden habe. Lass mal drücken. Nö, eigentlich nicht. Ne, ich habe gerade die meisten Maustasten gedrückt. Also die an der Seite. There, girl. So. Ah, also sind wir schon da. Bist du ein guter Eselhase? Nee, du bist ein schlechter Eselhase. Zwei perfekte Pilze braucht man noch. Räudiger Hase. Auch noch schlicht. Das ist nicht gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Definitionsgetreu, könnte man da sagen. Okay, Girl. So, wir müssen aber echt schauen, dass wir wieder Geld reinbekommen. Nur knapp 800 Dollar, das reicht ja für gar nichts. Ah, brems! Mach doch einen Blinker an, Mann. Boah. Apropos Pferdesicherheit. Pick mal ein bisschen Haferplättchen. Mensch, reite ich heute einen Scheiß zusammen. Aber noch nicht verunfallt. Eine positive Sache heute. So. Ja, Stelle. Da hätte man eigentlich auch noch ein Pflegepaket buchen können, aber was soll's. Ich will jetzt echt wissen. Hey, hey, hey! Schau mal nach rechts. Guck, ich. This is a thoroughfare. You're gonna ask him for this. Ja. Also, auf die Straße schauen muss man schon. Vorsicht, Schwanz einziehen. Oh, 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 oh. Ein Glück habe ich das Pferd nicht überfüttert mit Zuckerwürfeln. Dann hätte es nicht mehr durchgepasst. So. Das sieht nach der Gasse für mich aus. Warum auch immer Dutchie hier treffen will. Hat bestimmt seine Gründe. Hat bestimmt seine Gründe. Ja, wer weiß. Das ist richtig. Aber jetzt sind eigentlich auch alle tot. Dutch, bist du hier drin? Nö. Red nun weiter, ich will euch weiter belauschen. Hallo?
Da hätten wir auch da hinten reingehen können. Keep walking. You're late. Well, days in this place you turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? Es kann doch nicht so teuer sein, nach Australien zu schippern. We are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. Vielleicht brauchen die einen Klempner. We got a few days before the Pinkerton show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, we just now, want I'm money. I'm gonna need everything Don't you make gotta. Us kill you. Mr. M, leave these So geht es jetzt gegen meine Ehre. Mr. S, check that room back there. Give me your money. This one. Die sollte man nicht so verteilt lassen, sondern alle auf einen Fleck legen. Ja klar, das zieht meine Ehre ab. Das ist doch offizielle Mission. Then get out here and get ready for company. All of you! Behave. We don't want to hurt any of you. Naja, vielleicht ein bisschen. Mr. M, check the safe. Kann ich die nicht einfach eine verpassen? Open it. I don't think they keep much cash in there. Open it. Ja, echt nicht viel. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn! We got a problem. There's a ton of cops out there. Murdo! We got you surrounded! That greasy son of a bitch! He set us up! You think? This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. You gentlemen, something! Für Sarkasmus ist immer Zeit. The trolley! Follow me, gentlemen! Ich mag die Mission. Pferd, komm mit. Nenn doch nicht meinen Namen. Dutch. Ich bin Tinnitus irgendwer. Ja, Y. Wusste ich doch. Ich schieß doch und ich treff sogar. Oh, und jetzt gibt's weniger Cops. Ja, ich treff nicht. Ich treff nicht. Ich hab getroffen. Oh. Arthur, das war die falsche Richtung. The thing's broke. Hold on! Ui. So eine Scheiße. Das wird morgen noch viel mehr wehtun. Dutch hat's ein bisschen erwischt. Sterbt. Ich habe ihn zuerst in den Hut runtergeschossen. Als Warnung. Ihm auch. Komm schon, rüber raus. Watch out! Got someone about me here! Damn it! They're still coming! Wieso seid ihr auch so viele? Tja. Einer weniger.
2 weniger. Nein, ich drück kein Waffenrad. Tastatur, jetzt nicht. Falscher Zeitpunkt. Wo sind die denn? Ah, schon wieder tot oder lebendig gesucht. Lebendig wäre mir lieber. Ja. Ich schieß doch gerade erst. Komm in Ruhe. Ist ja gut, Lenny. Wollt die Verfolger abschütteln. Richtig. Vielleicht sollte man nach Valentine reiten oder so. Da wäre man eh schon gesucht. Nein, meine Ehre. Mist. Ja. Na, da muss ich viel dem Camp wieder spenden. Dad, schieß mal. Der trifft dich ja sonst. Oh, ich treff gar nichts. Ja. Wohl nicht nichts. Komm schon, den habe ich aber in die Rübe getroffen. Jetzt 3 Mark. Ja, das zieht jetzt Ehre ab. Vielleicht sollte ich einfach wegrennen und weniger Polizisten umnageln. Oh je, oh je. Da sind ganz viele Stellen dann offen. Hau ab. Ich sag doch, das liegt an der Waffe. Da steht ein Pferd. Ja, ja, schießt ihr selber mal. Bewegt euch nicht so viel, ich kann nicht. Kann nicht so gut treffen. Ich hätte meine Datsche erschossen. Weil der in meinen Kugelhagel laufen wollte. What are you doing? We gotta move. Versuch's. Nein, ich drück kein Waffenrad, das wird ja immer schlimmer. Ich drück's nicht, ich schwör. Na, also, glatter Herzschuss. Das überlebt keiner. Wollen wir Bronte jetzt noch umbringen? Fände es nur fair. Vorsicht, Lady! Na also. Nicht nachladen. Nachladen. Aus der Bahn. So. Oh, hab ihn doch noch erledigt. Da ist der Bürgermeister drin. Der jetzt nicht mehr begeistert von mir sein wird. Ich wäre straight for Bronte gegangen. Oh je, Straßensperre. Straßensperre voraus. Was? Dynamit. Na, also. Ui, 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 ui. $165 Kopfgeld. Wegen so einer Kleinigkeit. Ui. Also manchmal ist das Spiel auch einfach unfair.
Fahr mal jetzt wieder zurück in die Stadt. Lenny, das ist die falsche Richtung. Hier wimmelt's nur so von Alligatoren. I think we're clear. Total unauffällig hier. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Ah, dazu. Don't mention it. Yeah, you're a good kid. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What do we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? Komm schon, du hast immer einen Plan. Need money. One more decent take and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. Oh. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Das ist richtig. Silber war nicht ganz scheiße diesmal. Ah, 10 Gesetzeshüter, während ich in der Straßenbahn bin, hätte ich noch. Okay, sieht doch sonst ganz gut aus. So, jetzt eine Bank ausrauben, wo keine Polizisten mehr in der Stadt sind. Das ist der geeignete Zeitpunkt für uns ollen Opportunisten. So. Wir können hier einfach... Alles gut. Ah, bin ich auf der falschen Seite von Saint-Denis? Ja, muss ich wieder leicht durch, beziehungsweise bin ja hier durch. Ui, ist das ein kleiner Bär? Schwarzbär! Was macht der hier? Ich mach jetzt nicht umgehen. Er war ja noch so klein. Vielleicht sind Schwarzbären auch nicht so klein. Easy, girl. Mensch, die Wildschweine sind echt aufgebracht hier. Guten Abend. Na, meine Ehre sieht doch noch ganz okay aus. Dafür, dass ich so viel abgezogen bekommen habe. Nun gut, hier mit der Bank. Ja, Pferd. Da beschwerst dich zurecht. Ich mag's ja auch nicht. Jetzt wird's auch noch dunkel. Spring! Sehr gut. Schönes Springpferd. Da war wieder Schlange oder Alligator hinter uns. Keine Ahnung. Dem Pferd hat es nicht gefallen. Ich habe es kaum mitbekommen. Ja, gutes Pferd. Arthur, komm up here. Ja, mach ich doch. Wie geht's deinem Schädel? Klappt's mit dem Denken jetzt wenigstens besser? Ich fürchte nein, ich fürchte nein. Oh, bei mir auch nicht. Ich vergesse immer, dass die Treppe hier ist. Was will er denn? You okay? Ja, mir geht's gut. So, Arthur, you get the deciding vote. About what? We take an insult and scurry off like cockroaches? Or deal with business the right way? We don't need to take revenge, we hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us.
Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Do all that stunt in his cesspit of a town. We're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. It just don't feel good, Dutch. Können wir nicht einfach einen Kapitän bedrohen? This is the last job that we are ever going to pull. Oh, Dutch, ich glaube nicht. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital. And we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll vielleicht auch dein Ego. All. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. I've heard that before, and usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. Ich hab doch ein Boot fürs Camp gekauft. Boat? We're headed to a settlement called Le Gras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Ich hab eins für uns gekauft hier. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense. See, I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Glückstreffer. Okay, follow me. Ja, dann mach aber hin. Was tut er überhaupt? Wie heißt dein Pferd? Irgendwie der Chef oder so, Sheriff. Ja. Ne? Vielleicht heißt er einfach Jumper. What? For taking my side back there. Ich hatte ja keine Wahl. Feels like Hosea's lost his spine. Nein. This move on Bronte. Is it for the bank job or revenge for what happened at the trolley station? Rache. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in San Denis in his back pocket. Die Polizei existiert nicht mehr in San Denis. And lest we forget, took young Jack. Wurde ihm gegeben. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really going to work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. Ich reiß mir ein Bein aus. I know, but, when did you become so small-minded? Seitdem alles schief geht. If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. Durchgeknallt. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. I know. You're right. Just feels like we're on borrowed time again. I mean, the O'Driscolls found us. Yeah, we need to move, and soon. Haven't I made that clear? I feel like I'm going in circles with all of you. Micah is the only one left with any loyalty. Was? Spinnst du jetzt anyway, komplett? Here we are. Let me do the talking. Dutch hast jetzt komplett einen an der Waffel. Micah! Wie heißt du, Pferd? It is good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's going to help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend,
Can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte? Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. Mm-hmm. If anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Soll ich jetzt nach den Fallen schauen? It shouldn't take too long if we can find him. Dutch, und du traust ihm? Be lively. Mind you, there's a lot of gators. Uncommon number. Big ones. Great. Come now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile to scare you, Shirley. Doch, doch. I just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. Uh-oh. And stay on the high ground. You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. Dutch, wieso sagst du uns den richtigen Namen? Got a couple of crayfish traps up ahead. Der wird gleich gefressen. Okay, da sind zwei Xe, das werden wahrscheinlich die Dinger sein. Warum muss ich jetzt ins Wasser stiefeln? Ist das eine Waffe? This one's empty. Alright, I got a few more set over this way. Come on. I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, you sure you the right fellas to be going after Angelo Brunton? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. Da musst du mehr treffen, Dutch. Now stay close. Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to, Thomas. You too, Mr. Arthur. Ja, ja. Bin direkt hinter dir. You can see why evening swamp waiting hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Außer die Krokodile da vorne. Siehst du die? The night folk. Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Was machen wir hier? Dutch, wo hast du mich da gerade wieder reingeschickt? Stop where you are. It's a gator. Just stay as still as you can. Da ist eine giftige Schlange. Wenn wir uns nicht bewegen, sieht er uns nicht. Das ist doch eine unfassbare Reptilienlogik. Gibt zwar manche, die das, bei denen das wirklich so ist. Und ich glaube, einem Alligator ist das egal. I think we are all equally keen to find him. Oh. Was machen wir hier? Dutch, nächstes Mal nehmen wir einfach den Vordereingang. Kann Bronte auch so ins Gesicht schießen. Give me a hand here, Mr. Arthur. This trap is stuck in the mud. It happens. Passiert sowas? Warum mache ich das? Guess something didn't want to be caught. My God. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. I guess this was... Das kann kein normaler Alligator gewesen sein. Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait.
Let's go. Ich habe das Gefühl, unser Führer hier wird gleich zerbissen. Ich sehe kein Boot. Hold up. Ja, ich sehe sie. Ja. Und wieso kann ich die nicht einfach erschießen und verschrecken? Oder erschießen und töten. Shoot to kill. Boah, der ist ja ganz langsam da hinten. Good eating. Us or them? Exactly. Come on. Oh oh. Oh, das ist echt. Welcher vernünftige Mensch macht das? I reckon we should split up so we can search both sides. Split up? Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. Oh. Ist das euer verdammter Ernst? Aufteilen. So beginnt jeder schlechte Horrorfilm. Ich hoffe, das war nur eine Welle. Da rechts war ein Krokodil. Und ich habe am Anfang der Episode, glaub ich, gesagt, mir reicht so ein bisschen mit Krokodilen. Wetten, da ist irgendwie dieses Riesenvieh jetzt, das auf mich... Ist da nicht das... Da ist doch was. Wahrscheinlich muss ich jetzt einen Riesenkrokodil wirklich besiegen. Das greift ja tatsächlich Dutch an. Wäre ein ziemlich lustiges Ende, wenn unser Campleader, moralischer Anführer, einfach so vom Krokodil mitten in der Story weggeschnabuliert wird. Ich glaube mal nicht, dass das passiert. So. Hey! Someone there? Jules? Jules. Hab keinen Bock mehr auf Versteckspielen. Hey! Someone there? Ich hoffe, das ist kein Paarungsruf für Krokodile, dieses Jules. Ich kenne mich mit Tieren nicht so aus. Hey! Someone there? Here! Help! That must be him. Ach, jetzt hört er. Hello? Ja, hallo, wo das Licht ist. Kann, ja, hab dich gesehen. Kann aber nicht klettern in dem Spiel. Vielleicht doch ein bisschen. Over this way. Was stellst du dir vor? Ja, dachte, ich muss so eine Strickleiter finden. Zumindest habe ich auf einen Trigger gewartet. Ja! Bin jetzt auch beim Baum. Ich kann nichts machen. Ernsthaft? Ah, jetzt. Rufen zwei? Hey, you in a tree. What are you doing? There's a monster. A monster. Uh-oh. You okay up there? There's a monster. Uh-oh. Where? Mastiff, it nearly ate me. Where'd he go? It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. Big and nasty. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. I... Oh.
Na gut. Okay. And where'd this monster swim off to? I think that way. Good luck shooting that thing. You'll need a cannon. Ach, den krieg ich klein. Ich hab ne Diegel. So was ähnliches. Ja, ja. So, diesmal war es Absicht. Express-Munition. Oh, kann ich sogar ziehen. I got the scare. It's over here. It's stuck. I got it loose. Come. Good man. All right, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Jungs, passt auf. Na also, alle sicher an Bord. Thank God. Ah, Krokodil. So, who are these fellas, Thomas? Two new friends of mine. I'll explain later. Jules, we are very happy to have finally made your acquaintance. Dass wir rausen aus diesem sumpfigen Gewässer. What you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry, too. Nonsense. Scared eyes. Now what? I think we hit a tree stump. Yeah, I thought we cleared. You're gonna need to jump in and pull us free. Me? Yeah, just do it. Won't take you a minute, boy. Go on. This is a bad idea. Das ist eine schlechte Idee. We'll see any giant monster long before it gets anywhere near you. Got a couple of crack gunslingers here with the guns. Ich ist das gar kein Baumstumpf. You'll be fine. You didn't see the thing. Yeah, neither did you. It's just a myth, Jules. Now pull. Jules, bitte bleib am Leben. Meine Waffe schon ziehen. Oh, Kacke. Shit. He won't can. No, I'm going in. No, no, we can't lose the boat. Arthur, go. Was? Quick. Hurry, Arthur. Der ist doch eh schon tot. I'm coming. I get you. Lass dich nicht fressen, Kollege. I got you. Oh, God, no. Dutch, shoot something. Keep going. God, oh, God, no. Uh-oh. Please hurry. Fire off a couple of warning shots just to pretend you care. Oh, I got you covered. No. Please, sir. No, stop. Don't stop. Oh, God. Sehr gut. Quick as you can. Come on. Ja, mach ich doch. Hurry. Mach ich doch. Klopf, was ich hier mache. Komm her. Don't stop. Come on, quickly, quickly. His leg hurt pretty bad. He should be okay. Komm schon, Arthur. Boah. Finish that son of a bitch, Arthur. You're gonna be all right, Jules. Just hold on. Jesus, look at the size of him. Come on, shoot him. Yeah. Nimm die Diebe. Wie viel hältst du denn aus, du Arsch?
raus. Think he's going. Shit, that is one big old gate. Oh, your boy doesn't look too good there. Here, take this. Try to stop the bleeding. You're gonna be okay, son. Es ist nur eine Bisswunde. Es ist nur eine Bisswunde. Okay. Just thank your old Uncle Dutch. I heard that. Schon okay. Schon okay. Kriegst nachher Alkohol zum Desinfizieren. Von außen und von innen. There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. Marido. I've stopped the bleeding. So schnell. I think you'll be okay. Ich wäre eine gute Krankenschwester. Get a fever. We can bring down a fever. A fever is the least of our worries. Look who's back. God damn it. Put every bullet you got in him. Wenn ich treffen würde. Get ahead of us. You see him? Shoot. Ich treffe noch nicht. Das hast du schon mal gesagt. Jesus, can we get back now? Boah, wie viel Blei der ausgehalten hat. Und der lebt immer noch, der Alligator. Guess all them stories was true. Big and bad. That's unusual. Normally the little ones angry. Big ones is lazy. Well, I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squeal. Yeah, well, you weren't in the water with him. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules has been bitten. Oh, my God. There's a monster out here. Mm-hmm. He's been bitten. Unfreundlichstes Krokodil, das ich kenne. Keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you. Both of you. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, Arthur. Das klingt gut. Mr. Arthur? Old Bronte. Bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. You be safe. We got monsters out here. Well... Was für eine Überleitung. Riesenfieber das. Und jetzt bin ich im Camp. Gold. Ja, passiert mir selten. Aha. Schieße 5-mal auf den Riesenalligator. Da habe ich deutlich mehr geschafft. So, aus mit dem Lager. Und dann schauen wir mal noch, wo die nächste Mission ist. Wieder ein D. Und wieder im Sumpf. Wunderbar. Ist hier vielleicht auch dann so ein Krokodil? Könnte ja sein, dass das Legendäre war, aber ich sehe hier kein Krokodil mit Krone. Deswegen denke ich mal nicht. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir sind schon am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.